Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager. In der letzten Folge sind wir am Ende eine Stufe aufgestiegen und wir hätten Magie, Alchemie, bla 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 bla, Kochen, Jagen, Schürfen klingt ganz gut. Steine haben eine Chance von plus 10% Juwelen zu erhalten, enthalten. Und diese Juwelen könnte man verkaufen und dann hat man ganz viel Geld. Erhöht die Chance beim Graben auf seltene Items, was auch immer seltene Items sein sollen. Gebäude kosten weniger Stein und Ziegel. Was macht Maschinen? Schaltet Blumenpresse frei, okay. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Kommerz. Aus dem Inventar. Abgelegte Items werden sofort verkauft. GG. Kunst, keine Ahnung. Schatzkammer, bla bla. Finde ich alles nicht so geil. Ich glaube, ich nehme dann Schürfen hier. Schürfen klingt am besten mit den Juwelen. Weil ich halt gerade so viel Geld brauche. Kohle-Upgrade. Ich hoffe, das meinst du mit dem Kohle-Upgrade. Oder kommt das noch? Alle Steine enthalten Kohle. Ah! Okay, das kommt dann gleiches. Dann müssen wir noch ein Level aufsteigen. Das wird nämlich auch mega helfen. So, jetzt ist die Frage, was wollen wir denn überhaupt hier machen? Wir können ein paar Goldbarren machen, dann können wir uns nämlich wieder ein bisschen Money holen. Das ist ja gerade irgendwie unser einziges Ziel, ne? Neue Inseln freizuschalten. Wie viel kostet denn die neue Insel? Die günstigste, 280, das haben wir auf jeden Fall gleich. Oh, Schmelzer. Cool. So ein komischer Ziegel auf dem Kopf haben wir freigeschalten. Nice! 320. Okay, was kann man denn eigentlich sonst noch so verkaufen? Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Das ist ja alles überhaupt gar nichts wert. Guck mal, Eisenerz ist auch nur eine Münze wert. Krass. Die Schriftrolle ist 325 wert. Bei der weiß ich auch nicht so richtig, was sie kann. Aber die scheint ja irgendwie cool zu sein. Hey, wo habe ich denn die Suppe her? Ich habe hier Sushi und Suppe und so ein... Wo kommt das denn her? Warte. Hey, jetzt ohne Witz. Warum... Ach, das kann man kaufen. Ach so, man kann nicht nur verkaufen, sondern auch Sachen kaufen. Sushi ist gar nicht so teuer. Aber ich kann auch nicht Sushi essen, wenn ich selber ein Fisch bin. Hallo? Schriftrolle ist eine Quest. Okay, dann behalte ich das lieber, gell? So, dann können wir auf jeden Fall wieder ein neues Land kaufen. Und uns das hier. Okay. Irgend so ein Schrein. Hallo, komisch. Ah, nein, ah, wow, ausgewichen. Haha, in letzter Sekunde. Und nochmal. Da kriegt man bestimmt auch irgendeine Errungenschaft, wenn man so und so oft ausweicht, dass man dann richtig der krasse Dude ist. Kriegt man das. Den Ausweichorden. Für Setzlinge die Windmühle, okay. Eine Windmühle habe ich noch nicht. Schaltet man wahrscheinlich mit Farmerei frei, gell? So viele Sachen, die man hier machen kann. Okay, lass mal gucken. Was willst du von mir? Oh. Feldbeuter Obelisk. Erhalte Bonus-EP beim Sammeln von Kräutern und Feldfrüchten. Es kann nur ein Obelisk auf einmal aktiviert sein. Okay, dann gibt es davon auf jeden Fall mehrere. Und das ist jetzt der Farmer-Obelisk. Okay, interessant. Hier kann man auf jeden Fall gut Sachen hinbauen. Hier ist schön viel Platz. Die Sache ist nur, ich habe keine Sachen. Ach, scheiße. Ich kann nichts bauen. Ich habe zu wenig Zeug. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich bauen will. Ich will auch nicht alles doppelt und dreifach hier bauen irgendwie. Aber eine zweite Bank wäre ganz cool, oder? Ein Stahl, 23 Ziegel. Was braucht man denn für so einen Stahl? Goldbarren. Da habe ich wieder kein Golderz für. Ich meine, da hinten ist Golderz. Doch, da kommen wir sogar ran. Ja, geil. Jetzt ist das hier wieder nur abgegrindet von komischen Sachen, bis man Level aufsteigt, damit man irgendwas machen kann. Ach, obwohl, es bringt ja jetzt... Wir können jetzt ganz viele Juwelen holen, wenn wir hier Sachen abknuddeln, gell? Dann lass das doch machen. Da könnten sich diese Steine ja übelst lohnen. Ist die Frage, ob das nur bei Steinen so ist oder bei jedem steinigen etwas? Müssen wir mal drauf achten, ob aus den Steinen auch irgendwas Cooles rauskommen kann oder ob das wirklich nur... Alter, nochmal 1000. Ob das nur bei anderen Dingern ist. Bisher bringt mir meine 10% Chance irgendwie noch gar... Da ist was drin. Ein Amethyst, siehst du mal. Der ist bestimmt richtig viel wert. Steine, nur Steine. Okay, gut zu wissen. Und Amethyst bringt 90, na immerhin. Blümchen brauche ich, glaube ich, auch noch für die Abenteuergilde. Deswegen nehme ich den einfach mal mit. Dann lass mal gucken, ob wir hier wieder irgendwas abgeben können. Alter, auf der Questinsel ist auch noch krasses Zeug eben, habe ich gerade gesehen. Wir haben 50 Kohle, dann können wir das einfach mal abgeben. Gold haben wir halt immer noch so gar nicht.
Gold ist echt so eine Engstelle, die ich hier habe. Amethyst haben wir auf jeden Fall noch ein. 5 Sushi will der nur haben. Die können wir auf jeden Fall kaufen. Ist die Frage, ob der Markt immer mal neue Angebote hat. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das immer mal ändert, dass er nicht immer nur Sushi hat. Aber gerade hat er Sushi, davor kaufe ich jetzt einfach mal 5. Ding, ding, ding. Mein schönes Gold. Können wir den nämlich sofort abgeben und dann haben wir da kein Problem mehr. Haben wir zwar jetzt nicht selbst gekocht, aber gekauftes Essen ist genauso gut. Hier. Nimm. Es gibt auch bald ein Skill, womit man einen Abbaulaser bekommt. What? Richtig Sci-Fi hier. What the hell? Da freue ich mich drauf. Ich habe auch schon gesehen, es gibt so Begleiter, die mal rumfliegen und dann alles mögliche automatisch machen, aber keine Ahnung, wie man dahin kommt und wie viel man dafür gespielt haben muss, dass das endlich mal kommt. Ach, wir haben ja noch eine Truhe. Die habe ich ganz vergessen. Amethyst, sehr nett. Was braucht man denn für einen Schlüssel? Kann dieser Baum bitte mal weg? Shit. Nein, ich bin jetzt hier eingesperrt. Auf meiner einsamen kleinen Insel mit meiner blöden Kiste. So, was war das? Habt ihr das gehört? Da war so ein Bweep. Was war das? Ist hier irgendwas Krasses gespawnt? Hä, jetzt ohne Witz, was war das? So ein helles Bweep. Egal, wir brauchen einen Schlüssel. Für einen Schlüssel braucht man noch einen Eisenbarren und einen Goldbarren. Gold haben wir, glaube ich, genug. Und Eisenbarren konnten wir auch herstellen. Kann eigentlich auch mal alle herstellen, ne? Wir haben so viel Eisen, aber wieder keine Kohle. Dann schauen wir gleich mal, was in der coolen Kiste drin ist. Du hast das Huhn abgehittet. Dann macht das solche Geräusche? Nee. Das schreit zwar schön, aber es hat nicht dieses Wäh gemacht. Hallo, Yomaru. Würdest du mir das Spiel empfehlen, wenn man es nur nachmittags spielen kann? Ja, auf jeden Fall. Also man kann, das ist so ein ja, typisches Spiel, dass man so eine halbe Stunde spielen kann. Und dann hat man erstmal genug davon. ist halt wie so ein Idle-Spiel, finde ich. Man läuft sehr viel hin und her. Ich weiß nicht, wie das später ist in den Dungeons, ob man da dann vielleicht längere Zeit dran sitzt. Aber ich finde, das ist so ein Spiel, dass man zwischendurch immer mal spielen kann, doch. Muss man nicht so viel Zeit reinstecken. Da sind andere Spiele, so wie Isaac oder sowas, schon blöder, wo man dann auch mal 40 Minuten gerne an der Runde sitzt. Ist halt auch irgendwie ein relativ chilliges Spiel, würde ich sagen. Man greift immer alles an, außer das, was man angreifen will. So, so, so. Und auf meiner LGBT-Insel hier muss auch noch irgendwas Cooleres hin. Hier steht einfach noch gar nichts. Nur dieser Regenbogen. Und hier wird alles bewäldert durch diese blöden Bäume. Das geht so nicht weiter hier. Hier muss noch eine Disco oder so hin. Oder irgendwas anderes. Oh, das wäre cool. Ich habe gesehen, man kann ja später auch Baumeister werden irgendwie. Und sich so eine eigene Stadt bauen. Wenn man dann später auch noch so NPCs hat, die in der eigenen Stadt rumgammeln, das wäre cool. Das finde ich mega nice. Ich bin sowieso mega gespannt, was es noch so für Updates geben wird für dieses Spiel. Der hat ja anscheinend irgendwie einiges geplant. Aha, Disco. Ja, Disco. Gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich hätte gerne Disco und NPCs. Und dann könnt ihr hier alle rumwuseln und dann wird das ein Wuselspiel wie SimCity und dann ist alles cool. Dann freue ich mich. Hey. So, Schlüssel fertig. Mal gucken, was in der Truhe ist. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Für bessere Sicht in der Dunkelheit. Ey, cool, ich habe mein erstes Ding, das um mich rumfliegt. Ja, nice. Schon ein bisschen nervig, dass es jetzt um einen rumfliegt, oder? Lass mich in Ruhe, du Laterne. Oh, ist das gruselig. Ja, wir fallen mit dir außer der Druide, wenn keiner da ist. Naja, der Druide ist hier. Dann haben wir noch die ganzen Schweinekühe hier. Diese komischen roten Käfer sind hier und der alte Mann da drüben auch. Und ich glaube, Laterni wird auch mitfeiern. Ja, da kommen wir schon zurecht hier. Und ein Dritt ist eine Blume. Ist das hier was anderes als Gold? Die sehen so anders aus. Ich glaube, da ist einfach nur mehr Gold drin, oder? Hallo, Wolfi. Wie geht's, wie steht's? Was machst du hier im Stream und nicht draußen, obwohl die Sonne scheint? Ist sowieso heute viel zu warm irgendwie. Mein Zimmer ist übelst warm. Ich habe auch die ganze Zeit schon den Ventilator an. Alter, ein Kaktus! Yo, was? Hier gibt's Kakteen! Oder Kaktusse darf man ja inzwischen auch schon sagen. Okay, ich glaube, in diesen Dingern hier auf dieser Insel sind auf jeden Fall mehr Erze drin einfach.
Und ich. Guck hier, der Masu wird auch kommen. Dann sind wir schon zu fünft. Ich sehe auch gerade, oben links läuft so ein Timer ab. Unter den Leben. Was bedeutet das? Ist das dieser komische Stein, den wir auf der einen Insel aktiviert haben? Oder was soll das sein? Kochen haben wir gar nichts. Wildbeute eventuell. Zitrönchen, ja. Die immer noch aussehen wie Orangen, aber ist ja egal. Was haben wir noch? Wir haben Blümchen. Blümchen sind schon mal abgeschlossen. Nice. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Eier. Wir haben auch noch eine Pepperoni, die sogar zwei Pepperonis. Was haben wir noch? Goldenes Ei will der hier auch haben. Ach du Kacke. Wir können denen auch noch ein bisschen Weizen geben. Rüben. Ja, so langsam füllt sich das hier auf jeden Fall. So, Gold haben wir keine. Dieses goldene Ding müssen wir abgeben. Das ist fertig. Grün ist auch fertig. Das heißt, die restlichen Grünen können wir auf jeden Fall verkaufen. Uns fehlt noch eines dieser goldenen Dinger und ganz viel Golderz. Aber Golderz brauche ich gerade irgendwie selber. Nein, deine Hungerleiste. Wie? Nein, unter der Hungerleiste war doch eben so eine Zeit, die abgelaufen ist. Warte, ich zeig's euch. Aber das scheint dieses Ding hier zu sein. Das muss man immer wieder aktivieren. Wildbeute-Obelisk. Genau, das zählt immer nur 10 Minuten. Jetzt ist diese Anzeige da oben links wieder. Das heißt, diese Obelisken muss man immer wieder neu aktivieren, damit sie ja auch aktiv sind. Gut zu wissen. Gut zu wissen, das. Ich gehe viel zu häufig in diese Abenteuer-Gilde rein. Aber irgendwie finde ich das witzig, immer einzeln hier alles abzugeben. So, okay, das ist fertig. Das heißt, alle anderen Kristalle, die wir jetzt finden, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Das ist doch schon mal nice. Machen wir das doch. Und Blumen können wir auch verkaufen, aber die sind locker nur eine Münze wert. Bringt jetzt nicht so viel. So, Goldbahn sind immer nett. Das verkaufen, die verkaufen. Haben wir noch irgendwas? Die Rüben waren, glaube ich, noch nicht voll. Ist scheiße was wert? Nee. Meh, das ist alles nichts wert. Kann man eigentlich, wenn man einmal das da reingetan hat, das wieder abbrechen? Nee, ne? Ich kann jetzt nicht abbrechen, dass er einen Goldbahn craftet. Schade. Gut, aber ich glaube, wir können neues Land kaufen. Welches wollt ihr denn, Leute? Wollt ihr das 810er Land? Wollt ihr das 800er Land oder das 320er Land? Ich warte jetzt kurz. Ihr könnt kurz schreiben und dann nehme ich das. Damit hier mal ein bisschen Stream-Aktivität reinkommt. Damit das auch einen Sinn hat, dass ich hier überhaupt streame. Voll interaktiv und so. Kling. 800. Okay, zwei Leute haben 800 gesagt, das langt mir. Wir kaufen die 800er Insel. Immer schön, das ist nicht mal das teuerste. Wieso wollt ihr denn nicht die teuerste? Okay, das verwundert mich. Yo, ein Miniboss. Wenn ich da jetzt eine Brücke rüber baue, kommen die dann hier rüber oder bleiben die auf ihrer Insel? Da kriegt man locker auch Knochen her bei den Dudes. Und wieso hat er so ein krasses Cloud-Strife-Messer? Ey, ihr Blödsäcke. Oh, die kommen locker hier rüber gelaufen. Wenn die hier rüberlaufen, dann bin ich sauer. Wir schauen mal. Ich will nicht, dass sie hier rüberlaufen. Ach du Gott. Hallo, kannst du da bitte weggehen, damit ich da was hinbauen kann? Das ist echt dreist von ihm. Okay, ich glaube, die können nicht rüberlaufen. Doch, können sie! Oh mein Gott, geh bitte weg von mir. Wieso läuft er hier einfach rüber? Der mit seinem komischen Megaschwert hier. Wehe, der zieht mehr als ein Leben ab, wenn er mich trifft. Ich muss leider auch gleich essen. Ist das der tote Cloud Strife? Au! Jo, der zieht zwei Leben ab! Hilfe! Nein, oh Gott, ein Schleim! Oh Gott, ich muss essen. Essen. Zieht er einfach zwei Leben ab! Ey, du Dude, komm her! Hast dich selbst eingesperrt da oben, oder was? Tja, doof das. Dann töte ich dich jetzt. Knochis! Und mit den Knochen können wir hier, glaube ich... Genau, dann könnten wir hier einen neuen Rucksack machen. Das wäre ganz cool. 8 Faden brauchen wir dafür und noch irgendwas. Spawnt er immer wieder, ist die Frage. Oder ist diese Insel nur einmalig hier? Oh Gott. Hilfe! So viele Gegner. Die Skelette sind Lappen. Aber sie zieht trotzdem viele Leben ab. Ah. Ich hätte gern ein ordentliches Schwert, damit man die ja auch mal vernichten kann. Oh Gott. Diese eine... 100 Gegner, nice. Einfach so eine Cthulhu-Maske haben wir bekommen. Ist ja ultra nice. Der komische alte Mann hätte uns zwar ein Schwert geben sollen, statt Kacke. Stufe 17, whoop. Okay, sehr schön. Okay, ich glaube, die spawnen einfach nicht neu. Oder wenn, dann nur in der Nacht. Kann man die Dinger hier abbauen? Tatsache.
Okay, ist der jetzt gespawnt oder kam der aus dem Grab raus? Warte, das will ich ausprobieren. Nee, der kam aus dem Grab raus, okay. Aber die können ja wirklich nix. Du machst dein Grab kaputt und tötest sie einfach trotzdem. Die armen Knochenviecher. So, schön. Jetzt haben wir ganz viele Knochen. Das gefällt mir. Champion! Zeichen der Bewährung. Erhöhe deine Werte. Haben wir jetzt 4 Leben? Nee, noch nicht. Den muss man wahrscheinlich einsetzen dafür, oder? Konsum-Item. 2000 ist der aber auch wert. Aber ich setze ihn ein. Ah, man muss sich was aussuchen. Das ist ja mega nice. Das gefällt mir. Okay, wir können eine Stufe aufsteigen. Wir könnten mehr Schaden machen. Wir könnten Energieerhöhung. Ja, nee. Oder mehr Leben. Da der Typ eben 2 Leben abgezogen hat, würde ich lieber auf TP-Erhöhung gehen, oder? Stufenaufstieg ist aber auch mega nice. Aber ich weiß nicht, wie hoch wir jetzt mit der Stufe sowieso schon waren. Ich nehme mal Leben mit. Mal gucken, was wir hier bekommen. Noch so ein Ding. Na den. Gibt es hier anderes Holz? Nee. Okay, ultra lame. Dann ist das eine komische Insel. Lassen wir die Brücke hier? Ich habe Angst, dass da diese Knochendinger immer wieder kommen. Egal, wir lassen es erstmal da. So, was brauchten wir für den großen Rucksack? Eine Königskleidung. Die müssen wir erst noch freischalten. Knochenspitzhacke, ja, wäre auch eine Idee. Eisenbarren und Ziegel. Stimmt, die macht dann auch mehr Damage, ne? 8 Ziegel, das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen, denke ich. Ja. Easy, 8 Ziegel und noch 11 Eisenbarren. Stellen wir gleich 12 her, sind wir aber nicht so. Jetzt ist die Frage, soll ich mit der nächsten Stufe mir holen, dass in jedem Stein Kohle drin ist? Oder soll ich mir holen, dass ich hier diese Königskleidung herstellen kann? Fragen über Fragen hier. Was tun, was tun? Ich meine, warte, wir können ja... Wir können uns auch mit diesem komischen Stein eine Stufe höher machen. Ist aber voll lame, oder? Eine Stufe damit hochzukommen. Weil Stufen kann man sowieso mit der Zeit bekommen, aber diese Leben und sowas halt nicht. So, was haben wir uns hier? Mehr Energie oder mehr Leben? Oder mehr Schaden? Ich hole mir mal mehr Energie, in der Hoffnung, dass ich dann weniger essen muss, weil das nervt mich ultra, ultra stark. Oh, wir sind Level aufgestiegen, habe ich gar nicht mitbekommen. So, dann holen wir uns auf jeden Fall das Kohle-Ding hier. Das wird gut sein. Klonk. Schaltet Steinbrüche frei. Okay, Steinbrüche sind dann wahrscheinlich das Äquivalent zur Bank, dass die einfach permanent Kohle herstellen oder sowas. Wenn man das immer wieder abholen muss. Okay, nice. Dann bauen wir als nächstes, glaube ich, nochmal eine Bank. Wirtschaft. Wie viel kostet eine Bank? Ein paar Goldbarren, ein Stahl, ganz viele Ziegel. Goldbarren. Goldbarren, Stahl. Dafür brauchen wir Eisen. Na schön. Dann warten wir kurz auf die Spitzhacke hier und dann farmen wir, glaube ich, mal ein paar Steine. Oh, das lange. Knochenspitzhacke. Schaden ist um 150% erhöht. Erhalte 50% der Knochen beim Töten von Skeletten. Hätte ich mal vorher machen sollen. Bevor ich die Skelette hier getötet habe. Alter, ein Kürbis. Gib mir den Kürbis. Danke. Und diese komische, was soll das sein? Nachtschattengewächs. Sieht gar nicht aus wie ohne Zahn. Hahaha, jokes on you. Okay. So, da bin ich mal gespannt. Wie viel Kohle kommt da raus, wenn wir so einen Stein kaputt machen? Weiß ich nicht. Ist das jetzt auch nur bei Stein? Nee, guck mal. Oh, wir kriegen jedes Mal Kohle bei jedem Stein, den wir abhauen. Auch wenn wir Gold abhauen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Warte. Ja, da ist auch Kohle drin. Sogar 4 Stück. Oh, bringt ja mega viel. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Skill-Erweiterung hier. Überall ist Kohle drin. Keine Probleme mit der Kohle. Oh, das wird nice sein. Endlich mal ein bisschen Fortschritt hier. Guck mal, wie viel Kohle wir bekommen. Oh, Kohle, 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 Kohle. Yum, 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 yum. So viel Kohle. Oh, lecker, lecker, lecker. Bringt das, wenn man mehr Schaden macht, auch, dass man schneller die Sachen hier abbaut? Kommt mir nämlich gerade ein bisschen so vor. Ich meine, wir brauchen trotzdem noch 4 Hits für so einen blöden Baum. Was meiner Meinung nach zu viel ist, aber gut. Diese Energieerweiterung ist jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Jetzt muss ich halt 3-mal essen, statt immer 2-mal. Weiß ich nicht. Ich glaube, in Zukunft würde ich dann lieber auf Leben gehen.
Oder ganz spät auch auf Stufe. Wenn das später so mega lange dauert. Ich habe schon wieder vergessen, was wir machen wollten. Wir wollten eine Bank bauen. Und für irgendwas brauchten wir auch noch Leder. Was bringt ein kleiner Geldbeutel? Wir stellen den einfach mal her, weil ich nicht weiß, was er kann. Vielleicht ist da Geld drin, vielleicht kann der irgendwas anderes, I don't know. So, da wir jetzt so viel Kohle haben, können wir auf jeden Fall unsere ganzen Fische hier mal rumbuddeln. Die ganzen Eisenbarren können wir machen. Steinbrüche spawnen. Stein, Eisen, Gold, Juwelen, alles? Auf die Insel, auf die du den Steinbruch gesetzt hast. Aber du musst sie selber abbauen. Ach so, um die rum gehen dann diese Steine, oder was? Das ist ja lame. Münzen sind 50% mehr wert. Oh, das ist nice. 12 Pepperoni? Wer baut denn sein Geldbeutel aus Pepperoni? Komische Sachen hier. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall richtig viele Pepperonis hier. Das ist die Frage, was wollen wir machen? Wir brauchen auf jeden Fall immer noch eine zweite Bank. Goldbarren, Ziegel brauchen wir dafür. Ziegel können wir 11 Stück bisher herstellen. Müssen wir ein bisschen was abbauen. Und eventuell sollten wir auch mal den Obelisk hier wieder einschalten. Kriegen wir nämlich 50% mehr Stuff. Feurige Spitzhacke ist OP. Macht die, dass die Gegner brennen? Oder macht die, dass aus den Gegner Pepperoni spawnen? Bei diesem Spiel kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen auf der Insel rumgammeln, wo der alte Mann ist. Weil da gab es ja Pepperonis. Hallo Pepperoni-Mann. Okay, wir haben richtig viel Gold. Leute, ihr könnt wieder sagen, was wir als nächstes kaufen sollen. Wir hätten zur Auswahl eine 320-Gold-Insel. Wir hätten zur Auswahl eine 960er-Insel und eine 810er-Insel und noch eine 900er-Insel. Die Mine spawnt halt Gold, Juwelen und Eisen. Also richtig krasses Stuff. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal nochmal die Bank, gell? Ich kann halt auch noch gar nicht das andere Ding bauen. Ich muss erstmal Stufe 18 werden dafür. 860, 810, 960. Keine Mehrheit. Pepperoni, Stahl. Richtig viel Stahl. Holy crap. Ich habe keine Mehrheit. Irgendjemand muss sich nochmal für irgendwas... 810. 9, ah! Immer noch Gleichstand. Jetzt habt ihr euch beide umentschieden. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Gut, Wolfie-Ei, dass du dich dann umentschieden hast. Dann kaufen wir die 960. Wo war die denn? Da. Zack. Noch ein Obelisk. Ach, da unten in diesem Bereich hier sind dann wahrscheinlich die ganzen Obelisken angesammelt, oder was? Das ist dann wahrscheinlich die Insel. Oh, hier ist Gold. Sorry, Gold kann ich nicht liegen lassen. Wenn ich Gold sehe, muss ich es mitnehmen. So. Die Insel hier. Komm, so viel Holz. Die wird dann wahrscheinlich machen, dass wenn man Sachen abbaut... Wieso kann ich den nicht aktivieren? Ach, weil der andere noch aktiviert ist. Jetzt müssen wir ernsthaft 4 Minuten warten, dass ich den neuen Obelisken hier anschalten kann. Kann man den manuell ausschalten? Nee. Ist ja super lame. Ich kann mit dem nichts machen, ich muss jetzt echt warten. Und jetzt die 810, du hast noch genug. Ach stimmt, ich habe noch mehr. Na gut, dann kaufen wir auch noch die 810er. Wo war die? Oh, das sieht nach einem Rätsel aus. Oder nach einem Dungeon. Das sieht mehr nach einem Dungeon als wie ein Rätsel aus. Guck mal, das können wir uns hier auch wieder rüberbauen. Farmbrücke. Zack, zack. Zack, zack. Aber ehrlich gesagt, bevor ich da hingehe, möchte ich erst noch diesen Obelisken hier aktivieren. Deswegen baue ich hier auch gerade die Teile nicht ab. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das macht, dass irgendwie 50% mehr Stuff ist, drin ist in diesen Teilen. Noch eine Pepperoni, die nehme ich doch gerne mit. Hier überall Pepperonis in der Insel. Okay. Und das hier wird... Was ist das? Oder ist das auch nur ein anderer Schrein? Der sieht aber anders aus als die anderen. Soll man den abbauen? Hallo? Komisches Ding. Mach irgendwas. Ich dachte, das ist vielleicht so ein Schrein wie bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Dass man da dann reingeht und dann spawnt man in den Dungeon drin und keine Ahnung. Hier steht auch noch irgendwas. Was ist das? 372. What?